Guten Morgen, es ist 8:30, 5 Grad und ich habe tatsächlich heute Nacht noch meinen Schlafsack rausgeholt. Es war doch ein bisschen zu kalt, aber jetzt geht das. Dicke Unterhose an. Nick ist schon seit 6 Uhr wach, Jack ist auch schon wach. Dann gibt es auch gleich Frühstück, ne? Ja, so halbwegs auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall brauche ich meinen Kaffee jetzt. So halbwegs auf jeden Fall. Ich habe für mich mal so meinen... ne? Achso, du hast für dich schon mal Kaffee gemacht. Ja, genau. So. Ja, das hört sich gut an. Den Kaffee, den du gar nicht magst. Lässt das immer meinen Tütenkaffee. Ach nee, du machst deinen Tütenkaffee. Nee, da mache ich meinen Filterkaffee. Filter? Wenn ich hoffe. Nein, habe ich den schon wieder zu Hause liegen lassen? Ist hier doch nichts eingepackt. Ah, nee, hier, ich hab ihn. Heute gibt es wieder Filterkaffee. Ja, die Kiste ist auch voll. Gleich gibt es noch hier Porridge. Bananen habe ich noch mit. Waffeln. So für zwischendurch mal. Wir machen extra noch eine große Thermoskanne, dass Nick auch noch ein bisschen Kaffee hat. Und Jack auch, der braucht unbedingt Kaffee. Du hast ja schon einen Kaffee. Bananen noch ein bisschen schnibbeln. Übrigens die Thermoskanne, so wie auch hier den Hoodie, ja, den kriegt ihr alles in meinem Online-Shop letsurbex.shop. Shop doch gerne mal vorbei. So, vollgefuttert mit Porridge und Kaffee. Kaffee muss ja mal sein, das wisst ihr ja. Nick geht schon fremd, ja. Das ist der Rentner-Clan. Hallo! Moin! Hallo ihr Rentner! Opa, hast du eine geknietschte Banane aufgegessen? Ich habe eine gesunde Banane gegessen. Ja. Guck mal, die haben ja auch extra Toastbrot, weiches Toastbrot. Die können ja auch nicht mehr so richtig kauen. Und ja, so, das kommt jetzt auf den Grill, da wird das richtig kross, hart, knackig geröstet. Das geht aber nicht, das kannst du nicht beißen danach. Ihr müsst das so essen. Du fotografierst gerne. Ja, man ist ja... Und der Caddy rollt. Erstmal die Scheibe frei machen. Ja, wir haben unseren Punkt jetzt erreicht. Ihr seht, das ist ganz schön diesig heute. Das ist auch mittlerweile jetzt 13 Uhr und da vorne wollten wir eigentlich erst parken, das war so ausgemacht, aber der war gestern abgesperrt und hier auf dem Parkplatz wollten wir nicht schlafen. Hier waren gestern noch ein paar Leute, die haben hier auch geknallt und hier ist die ganze Zeit Beleuchtung angewiesen. Ja, deswegen haben wir jetzt auch gestern nochmal entschlossen, den anderen Parkplatz anzusteuern und da zu parken. Und das war eine gute Entscheidung, da war es schon ruhig. Aber hier sieht man schon, hier waren glaube ich Kanonen, oder? Hieraus haben sie draus geschossen, ne? Ja? In 3 Richtungen. In 3 Richtungen? Ach, da? Ja. Weißt du, warum das so schräg ist? Nee. Damit die Feinde, wenn die jetzt nur eine Öffnung hätten, nur noch gerade hoch, damit die Feinde nicht sich da von unten hochschießen können, so direkt, so, weißt du? Ja. Und damit die von da aus dann auch links, rechts schießen können. Es gab auch früher schon Scharfschützen, so in der Art, so. Hat mir das mal jemand erklärt, der hier rumgelaufen ist. Ach so. Als ich mal hier gewesen bin. Und damit man nicht, deswegen geht das auch so schräg nach oben, ne, damit man nicht direkt Pots da reinschießen kann. Ja, wir sind ja auf Lost Place Tour eigentlich unterwegs, aber ab und zu ist das auch mal cool, mal sowas zu sehen. Ich finde ja, sowas ist halt ja auch irgendwie Lost. Ja, ist klar, ist auch ein Museum, hier kann man rein, wir können uns wieder anmelden und ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir uns ja auch noch mal irgendwann mal anmelden wollen und auch mal sowas besichtigen, vor allen Dingen den Bunker von dem letzten Vlog. mit dem Panzer vor dem Bunker. Da wollten wir uns auch nochmal anmelden und da wollten wir auch nochmal rein, weil da ja so ein richtig großes Hilfskrankenhaus drin ist. Also Krankenstation, OP-Räume und vieles mehr. Das werden wir auch nochmal machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gerne sehen möchtet. Mal gucken, was jetzt hier ist. Ja, wie gesagt, ist sehr diesig. Das war gestern übrigens auch schon so. Haben wir aber echt überall solche, selbst hier so an der Ecke hier vorne haben die solche Schießspalten. Gut, das war's. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht nur hauptsächlich wegen dem Teil hier, sondern wir wollen ja jetzt noch ein paar Locations abgrasen. Wir haben hier 3, 4 Stück noch rausgesucht und das werden wir jetzt mal eben die erste Location in Angriff nehmen. Hier sollen angeblich Sachen vom Autoscooter stehen. Oh ja, da stehen sie. Tatsache. Aha. Da war hier ein Schausteller oder sowas. Nur die Hülle, ohne Innenleben. Ja. Bisschen zu klein für dich, wa? Aber komisch, dass das Innenleben fehlt, oder? Ja, alles fehlt. Ja, alles zum Reinschmeißen? Ja, alles. Die Bumper, Lenkrad, das fehlt alles. Oder haben sie das verkauft? Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie... Aber schon krass, die Lampen, es fehlt einfach alles. Ja. Ah. Was heißt das hier? Pinks der Festen, Vido... Keine Ahnung was. Aber Willy Sommers. Willy Sommers. Dieser Del Bo. Hm. Konnten die hier Autoscooter fahren? Hier ist ja auch noch was hier vom Autoscooter. Ja. Und so eine Lampe. Ja, Deckenbeleuchtung. Genau. Da auch noch. Ja, da sind die ganzen, diese Ecksäulen. Die Zwischensäulen sind das alles. Ja. Also der tatsächlich hier drin gestanden ist. Hier muss ja auch irgendwas, ne? Irgendwelche Schilder oder nur Lampen? Ne, immer da vorne auch? Genau. Oder haben die hier? Hier, der Scooter stand hier. Ja? Der Scooter stand hier. Ah. Der war hier komplett aufgebaut. Aha. Aber es ist ja wirklich am Arsch der Welt. Wer ist denn hier Autoscooter gefahren? Tja, wahrscheinlich für die Dorfkinder hier oder was sag ich mal so. Man weiß es nicht, ne? Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch lost. Ja. Weil hier wohl nichts los war, oder? Nee, 100%. Hier steht ja auch noch, jetzt auch noch so ein Schildchen hier. Guck mal hier. Das Schild hier. Bei dem Startsignal, wenn das Startsignal gegeben ist, die Piste verlassen. Ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Siehste? So bin ich zu dir. Bei dem Startsignal... Geliebte Piste verlaten. Verlaten? Ja. Wir sind ja noch wieder in den Niederlanden immer noch. Wir fahren immer kreuz und quer. Ja. Ist wieder das gleiche wie letztes Mal. Ja. Belgien, Niederlande, Belgien, Niederlande. Hier stehen noch ein paar Sitze, aber ich denke mal, die kommen nicht vom Autoscooter. Aber überall noch diese Reklameschilder. Ganz viel von dem Scooter, als er hier aufgebaut war. Der hieß irgendwas mit Blitz. Guck mal, hier sind überall so Blitze. Ja, das kann gut sein. Ha. Guck mal, was man hier noch findet. Guck mal, ja. VHS-Kassetten. Wie geil ist das denn? Oh, mein Gott! Eine Eule saß da hinten in der Ecke. Echt? Ja. Die ist gerade hier rausgeflogen. Oh, die ist mir voll... Ich bin gerade hier so, weißt du, ich bin gerade noch so und über meinen Kopf weg. Boah. Ich glaube auch, dass sie hier Sachen repariert haben. Hier sind noch so ein paar Regale. Hier so eine große Werkbank. Hier sind noch Sicherungsschalter oder sowas drin. Hier steht noch eine Feuertonne. Hier ist sogar noch eine alte Bohrmaschine. Ein paar Ersatzteile, Mutternschrauben. Und hier alles mit Glühbirnen. Solche kleinen Mini-Glühbirnen. Jo, kleine Mini-Location. Aber immerhin, Autoscooter hatte ich auch noch nicht gehabt. Die Mütze sitzt doch gar nicht richtig hier. Du siehst aus, ob du in Skiurlaub hin willst. Ja, Moment mal, ich muss eben noch mal nach Österreich oder so. Die nächste Tour wird dann Österreich, okay? Und wie gefällt's dir? Ja, ne? Sonne scheint, interessante LKW. Ja, die, oder die, boah, die Bremsen hier. Ja, richtig. Ja, das cool. Ab hier. Ja, nee, bisher, ne? Ich meine, die Highlights, die kommen ja bestimmt noch, ne? Interessanter Fahrstil von den ganzen Belgiern hier. Ja, schick, schick. Ja, das war jetzt nur so eine kleine Location, aber... Wir wollen gleich noch einen Bauernhof anfahren. Und der wird aber, ja, da müssen wir gucken, wegen der Nachbarschaft. Weil Jack wollte da schon mal rein und da ist wohl die Nachbarschaft. Die guckt da richtig drauf. Okay. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, was da abgeht. Hallo, hallo, hallo. Geht nicht. Ihr hört euch doch so hallo, hallo. Gegenseitig. Das ist dreckig. Funkdisziplin. So, nächste Location fahren wir an und die schimpft sich Erdbeerfarmen. Da vorne ist die Erdbeerfarm, aber das lassen wir. Hier sind einfach zu viele Leute draußen und die haben uns auch schon angeguckt. Das ist so ein WhatsApp-Dorf. Die haben bestimmt jetzt alle schon WhatsApp-Benachrichtigung bekommen. Deswegen fahren wir jetzt zu einer Gärtnerei. Ja, hier sollte die Gärtnerei sein. Okay. Die haben sie wohl platt gemacht und jetzt ein Einkaufszentrum hingebaut. Tja, nächste Location. Ja, nächste Location rausgesucht. Das wird, glaube ich, cool. Wir haben eine Psychiatrie gefunden. Da fahren wir jetzt allerdings 37 Minuten hin. Ich hoffe, da kommen wir rein. Das sieht echt gut aus, die Location. Und dann kommen wir da gleich auch an und dann auch abgerissen. Aber das gehört halt eben dazu, wenn wir auf Tour fahren, dass auch mal Gebäude abgerissen sind. Ja, und was Neues steht, so wie jetzt hier der OK-Markt. Wir sind gerade an so einem Wald vorbeigefahren und das sah aus, ob das Haus auch lost ist. Da sind wir hingegangen und dann fing auf einmal der Hund an zu bellen und dann kam einer raus. Dann habe ich so getan, ob ich eben halt Fotograf bin und eben schöne Bilder gemacht. Ja, ihr habt bestimmt eben das Schild auch gesehen, was ich fotografiert habe. Das ist nämlich hier in Belgien auch so Standard mittlerweile, dass sie jetzt hier so WhatsApp-Gruppen haben, weil eben halt, glaube ich, so viel eingebrochen wird. Wir haben gerade noch einen Parkplatz gefunden. Jetzt müssen wir ein bisschen zu Fuß, ich denke mal so 10 Minuten zu Fuß gehen, weil anders ist es nicht möglich, dahin zu kommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich sogar damals auch schon mal hier war, vor 2 Jahren. Da hat aber hier so ein Nachbar hatte hier gebaut und der hat uns dann zurückgepfiffen. Deswegen heißt es jetzt mal ganz hintenrum schleichen. Aber da ist irgendwie so ein Wanderweg offiziell auch. Schauen wir mal. So, wir haben die nächste Location. Ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Das Tor ist zwar abgeschlossen. Hier ist aber ein Loch im Zaun, aber ich habe gerade noch einen anderen Weg gefunden. Hier ist auch noch mal ein Tor. Ihr werdet lachen. Man kann hier einfach mal gepflegt rumgehen und schon sind wir auf dem Gelände. War ziemlich einfach, oder? Brauchen kein Loch im Zaun. So, ich schalte schon mal die Kamera ein und Nick hat auch schon was gesehen. Da können wir durch die Bäume so ein bisschen durch. Das ist ein kleiner Haus, da ist ein kleiner Garten. Ach so, ach, das sind wohl zwei Häuser oder so. Scheint wohl ein großer Wald zu sein, wo mehrere Häuser hier stehen. Ach, hier sieht man das Ding noch von hinten. Und da steht das nächste, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Gewächshäuschen. Oh. So, interessant aus. Ich sehe das Haus schon von hier. Ich würde sagen, das seht ihr wieder als separates Video, wie immer. Oh ja, oh, da kommen wir drauf zu. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jupp. Und dann würde ich sagen, wenn wir durch sind, melde ich mich wieder. So, wir haben uns hier wieder versammelt. Wir haben uns alle wieder gefunden. Jack hat ein bisschen Probleme hier mit dem Mikrofon. Wir haben auf jeden Fall jetzt alles im Kasten und ja, wie gesagt, das gibt's dann im separaten Video. Jetzt gehen wir erstmal wieder ab zum Auto. An dieser Stelle würde ich jetzt einen Cut machen. Es gibt wieder zwei Teile, denke ich mal. Und ja, dann sehen wir uns im zweiten Teil von der Belgien-Tour. Und ja, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut auch bei Jack und Kätzchen vorbei. Und bei dem guten Nick, der hat auch einen Instagram-Kanal, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, jetzt ab zum Auto. Bisschen Hunger habe ich auch, Kaffee brauche ich auch noch. Und dann abschalten, bis zum nächsten Mal.